Ach du Scheiße. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Ich hab Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch. Geh doch Schreck. Bei mir. Da ist sie. Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Rotzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Osterwochenendenarbeit. Errungenschaft freigeschaltet. Wochenendenarbeit. Doc, dann sag ist doch die mal. Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Ast rein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Ja. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's schon zu... Okay, der Widerstand kämpft hier vor den Toren des Sprengturms. Aha, da wird sich beschossen. Faszinierend. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal, sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Okay. Aber die wichtigste Frage... Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Na, dann können wir doch hier mal durch die Ort-zu-Ort-Transporter durch. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste und beste. Also okay, nichts, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich probier mal was. Ich würde ja, aber da du mich... Ich hasse. Danke, Doc. Ja, auch viel... So, Transporter. Schnabeltier. Was? Och, cool. Ein Rufus-Schnabeltier. Tatsächlich. Und hier wird's. Hier bald hat's den Organon. Hier ist Janosch und die Rebellen. Ah, Tony. Hier findet ein Schusswechsel statt. Na, sehr schön. Schnabeltier Rufus. Jetzt wieder zurück, oder was? Cool. Die genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Aber Schnabeltier Rufus war schon nicht schlecht. So, aus damit dir.
Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Ah, okay, verstehe. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Ich habe eine Vermutung, was wir machen müssen. Wir müssen gucken, dass wir mit dem Frosch irgendwie in die Transporterzelle mit der Fliege reinkommen. Wir müssen dann die Fliege schlucken und dann ist die Zelle frei und dann können wir als reiner Rufus durch. Darauf wird es wahrscheinlich hinauskommen. Darauf hinauslaufen. Ein Rufusfrosch. Quark. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt nicht direkt zurück, aber vielleicht kann ich irgendwie raus. Kann ich nicht raus? Nach unten? Ach, verdammt. Muss ich wohl nochmal mit der Fliege benutzen. Ach du Schande. Habe ich ein bisschen Angst vor. Fliegen, Rufus. Ach du Schande. Oh Mann. Fliegen, Rufus. Ich nehme es wohl rein. Was? Wo ist der Frosch hin? Wir müssen uns also vom Frosch essen lassen. Ah, okay. Jetzt die Fliege dort und der Frosch hier. Können wir jetzt vielleicht hier durch? Das ging ja besser als gedacht. Okay, jetzt bin ich ganz hier. Jetzt kann ich mit Janosch und mit den Rebellen reden. Ich bin scheinbar schon auf dem Sprengturm. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Ich bin hier. Ich bin drinne. Und nun? Na, wie sieht's aus an der Front? Rufus, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Aha. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ja. Komm, vielleicht. Rufus, komm her. Tja, also sonst klappt das immer. Der Organon. Der Organon ist in der Überzahl. Ja, solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Tja, und nun? Ich will es jetzt nicht vergeigen, wo wir jetzt nochmal hier. Ich bin nochmal ins Dock. Nach wie vor ausweglos. Ast rein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Und? Seid ihr vorangekommen? Es würde schneller gehen, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Was passiert? Die Maus wackelt ein bisschen. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Okay, jetzt kommen wir hier durch, aber... Ver-
verstehe nicht ganz. Vielleicht müssen wir jetzt hier nochmal. Ist das hier auch leer? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Ah, okay, wenn wir jetzt hier lang gehen und jetzt hier hoch zum Frosch. Aha. Okay. Können wir nicht hier rein? Der Frosch hat doch bestimmt Hunger. Ja, vielleicht hier. Ist das Schnabeltier wieder dort? Verdammt. Also vielleicht hier. Hm. Kratz, kratz. Gesicht kratz. Ist okay, wenn wir jetzt hier durch. Da wieder das Schnabeltier. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Mist. Tja, Frosch. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur... Ja, ja. So, rein sollst du. Warum hab... Vielleicht müssen wir als Rufus, als Froschrufus die Fliegen verspeisen. Na, wie kommen wir mit Froschrufus hier raus? Okay, sind's ja alle. Wir sind alle leer. Mülltransporter leer. Die Fliege hier drin. Mysteriös. Ist der Frosch da oben. Tja, also. Jetzt hier hinein. Das hatten wir doch eigentlich schon ganz gut. Und gemeinsam mit dem Frosch zurück. Irgendwas. Jetzt sind wir hier als Frosch. Aha. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie mit der Fliege auf einmal. Wir müssen als Frosch mit der Fliege auf einmal in einem Käfig sein. Da kommen wir nur nach draußen, da können wir rumfliegen und... Sind ja alle frei. Wenn ich nach rechts gehe, dann komme ich jetzt hier... Komme ich dann mehr Frosch raus. Sind die Transporter nebeneinander. Frosch und Fliege. Nein. So, aus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Mit dem Türzylinder haben wir auch nicht mit. Tja. Fliege. Tja. Jetzt sind alle wieder hier. Schnabeltier. Quark. Tja, jetzt sind wieder alle an ihren Standardplätzen.
ja jetzt alles wieder. Vielleicht sollte ich mal zwischendurch speichern. Einmal speichern, bevor ich hier was groß verkippe. Jetzt sind sie wieder an ihren Standardorten. Weiterspielen. So, ja. Hat da jemand einen Plan? Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade.